irgendwie auch nicht so richtig. Also herzlichen Dank erstmal an Indra Kupferschmidt für die Einladung und auch das Team vom Web Font Day. Du erzählst mal was von dir. Okay, ich erzähle einfach ein paar Sachen, genau. Beschäftige mich mit E-Books als Gestalterin, Herstellerin, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist ja ein Thema, was für viele Gestalter irgendwie so ein nicht so populär ist, habe ich den Eindruck. Bei einigen ja, bei anderen stößt das auch auf viel Ablehnung. Und was aber dennoch das Faszinierende daran sein kann und was das auch mit, welche Relevanz E-Books auch für Typografen haben oder Gestalter, die bisher so Editorial Design gemacht haben, das möchte ich mit meinem Vortrag zeigen, den man hoffentlich gleich sehen kann. Ich hatte das Teil den ganzen Tag an, irgendwie ist es aufgeladen. Okay, so. Also es gibt auf jeden Fall was zu sehen. Das geht jetzt nicht. Was ist jetzt hier? Mach das. Weil E-Books muss man sich auf jeden Fall angucken, weil ich kann da jetzt groß was drüber erzählen, aber dann sieht man nichts. Okay. Das ist jetzt natürlich blöd. Das war auch nicht geplant. Mach ich nochmal einen Neustart? Wahrscheinlich. Okay. Da kann man einen Technikcheck einen Tag vorher machen und es bringt nicht so viel. Okay, also was ich gleich zeigen werde, ist für einige sicherlich schon auch bekannt. Also diejenigen, die sich mit CSS und solchen Sachen beschäftigen, die werden wahrscheinlich gleich gähnen. Die anderen sehen das vielleicht nicht zum ersten Mal, aber für die ist das auch noch neu. Also ich komme eigentlich so aus dem Printbereich, fasziniere mich eigentlich für so digitale Entwicklung und so weiter. Insofern bediene ich da, glaube ich, eine ganz gute Schnittstelle. Wie gesagt, für mich sind diese Code-Geschichten ziemlich neu. Also ich habe mich schon auch da mal damit beschäftigt. Ich bin da überhaupt kein Crack drin oder so. Aber naja, vielleicht ist das ein erster Schritt. Ich bin auch der Meinung, an diesen ganzen E-Books, da kommen wir nicht dran vorbei. Ja? Also da kann man zwar die Augen zumachen und so, aber die meisten Verlage bieten mittlerweile E-Books an und die Frage ist natürlich auch immer, wer macht die denn? Und wenn wir von E-Books sprechen, da greife ich jetzt vorweg, da müsste es jetzt eigentlich ein Bild geben, meinen wir eigentlich ein E-Book-System. Also die Debatten über E-Books sind meistens sehr undifferenziert, weil das eine ist, ja genau, woher kommt der Content, dann mit was für Dateiformaten haben wir es eigentlich zu tun, was für Lesegeräte gibt es, was für Software, auf der das ausgelesen wird und was für eine Rolle spielt eigentlich der User. Vielleicht mal kurz so in die Runde gefragt, wer von Ihnen liest denn überhaupt E-Books? Sie können sich gerne outen. Okay. Ja, also in Deutschland liest jeder Vierte, also passt ungefähr. Wer von Ihnen oder euch liest auf Smartphones? Ja, und wer besitzt einen E-Reader und wer hat ein Tablet oder iPad oder sowas? Okay, also ich gehe davon aus und alles, gut, Sie sind schon irgendwie mit dabei. Worauf ich jetzt gleich eingehen werde, ist vor allen Dingen auf die Herstellung oder Generierung, Gestaltung, wie auch immer man das nennen möchte, der Dateien und innerhalb der verschiedenen Dateiformate, jetzt sieht das hier gut aus, möchte ich vor allen Dingen auf das Format EPUB eingehen. Also haben Sie vielleicht schon mal gehört, es ist ein Format, was wie so eine Art liquides Layout ermöglicht. Also die Datei kann ich mir angucken auf dem Smartphone, an meinem Rechner und so weiter. Und die Schriftgröße passt sich der Bildschirmgröße an. Also Responsive Layout ist so das Stichwort, das ist, kennt man ja von anderen Sachen auch. Es gibt auch Fixed-Layout-Formate, das gilt mittlerweile auch für dieses EPUB-Format. PDF ist eigentlich auch digitales Dateiformat, da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Apps ist auch ein Stichwort und Enhanced E-Books. Also das muss man irgendwie wissen. So. Genau, also ich werde mir da so ein Teil rausnehmen. Geht das jetzt hier nicht?
kurz müssen noch die Datei aufgehen. Okay, gut, also das ist der Titel des Vortrags, Electric Beauty. Da habe ich jetzt schon gerade angefangen, was so zu sagen. Funktioniert dieser... Ah ja, okay. Genau, also ich werde auf jeden Fall hierzu was sagen und zu diesem Responsive Format. Okay. Was ist das jetzt hier? Muss ich mich da jetzt anmelden? Okay, so. Also dazu kann man einen ganzen Vortrag halten zu dem ganzen Ding, das mache ich jetzt nicht, aber das ist das, was Sie so im Auge haben müssen und beziehungsweise das sind die ganzen Komponenten eigentlich, die dann auch die Darstellbarkeit von E-Books beeinträchtigen. Welche gestalterischen Herausforderungen ergeben sich daraus? Also Lesegeräte und so weiter, Dateiformate haben wir schon gesehen. Mir haben noch ein paar Leute im Vorfeld des Vortrags gesagt, so, oh, kannst du unbedingt sagen, dass das mit den Schriftlizenzen total scheiße ist? Das ist total schwierig rauszukriegen. Das ist eine Testversion. Das ist wirklich lustig. Ich hatte vorher die andere, jetzt teste ich die. So. Okay. Genau, weil das Ding ist, es können zwar diverse Schriften eingebettet werden in dieses Format, aber die Frage ist, welche rechtlichen Bedingungen gibt es denn da? Wir hatten schon für das Stichwort Webfonts, was ist dann eigentlich mit den Schriften, die in einem E-Book verwendet werden? Dafür gibt es auch eigene Lizenzen für E-Books. Interessant finde ich, ich hatte, glaube ich, beim Monotype mal so aus Spaß angerufen und das ist irgendwie so, wenn man muss pro E-Book, was veröffentlicht wird, eine eigene Lizenz erwerben, was natürlich für einen Verlag total bescheuert ist, weil man dann irgendwie 100-mal eine Schriftlizenz kaufen muss, kann ja irgendwie nicht sein. Oder bis hin zu, man findet gar nicht, ich kann gar nicht danach suchen, was sind eigentlich, oder welche Schriften kann ich denn überhaupt für mein E-Book verwenden. Das ist aber insofern wichtig, weil ich muss das ja vorher wissen, bevor ich anfange zu gestalten, weil sonst suche ich mir eine Schrift aus und habe vielleicht gar nicht die Rechte oder kriege gar nicht die Rechte dafür, das in so einer Datei zu verwenden. Genau, das mit dem Blocksatz ist immer so ein Problem, da ärgern sich auch die meisten drüber, oder dass Originalschriften gar nicht angezeigt werden, das sind dann irgendwie so Voreinstellungen und die Leser wollen auch noch die Schriftart und Größe selber auswählen, das ist ja total bescheuert. Weil als Gestalter macht man ja die Regeln und sagt, was schön ist. Es gibt auch so Umfragen dazu und es ist wirklich eine total beliebte Funktion von den Nutzern, weil ich meine, das ist auch ganz praktisch. Man hat irgendwie schlecht, man kann irgendwie nicht so gut lesen oder man denkt so, Mann, ist das klein eingestellt, ist doch super und man braucht keinen Großdruck mehr kaufen oder sowas. Genau, bei all diesen Herausforderungen ist natürlich die Frage, gibt es dann überhaupt schöne E-Books? Also die meisten sagen immer so, die sehen ja, ist ja total hässlich und nicht gut gesetzt und ich kann ja eh nichts gestalten und so weiter. Die Antwort ist auf jeden Fall ja, ich zeige auch gleich ein paar Beispiele dazu. Und davor muss natürlich auch die Frage, was ist denn eigentlich überhaupt schön? Also es ist ja, ist das so subjektiv oder gibt es da vielleicht auch Kriterien dafür? Der Oliver hatte vorhin schon gesagt, genau, ich habe mit ein paar Leuten ein E-Book herausgebracht, das kann man sich auch kostenlos runterladen über die Webseite der Electric Book Fair, wo wir eigentlich so eine Debatte angefangen haben, was eigentlich die Ästhetik von E-Books ist. Ich habe dazu auch einen Beitrag geschrieben, also ich bin wirklich keine Typo-Super-Expertin, aber es ist etwas, mich beschäftigt das und ich finde das wichtig und ich brauche auch noch mehr Leute da, die da mehr Details wissen als ich. Genau, vielleicht kommen wir da mal irgendwann zum guten, nicht Ergebnis, aber Stand der Dinge. Also wen das interessiert, ja, ich habe so einen Text geschrieben, schöne E-Book-Welt, ein typografischer Appell. Es gibt eigentlich nichts, was gegen E-Books soweit spricht. Ein weiteres Beispiel, Book Apart, die gibt es da hinten in Papierversion aus dem amerikanischen Verlag. Was ich da super finde, ist, das kann man hier auch sehen, also es sind Bücher oder ja, Handbücher, wenn man so will, die im Bereich ja, Web-Typografie auch veröffentlicht werden. Und vor allen Dingen, was toll ist, was sie hier machen, die Publikationen gibt es für E-Reader, hier schwarz-weiß, es funktioniert auf dem Smartphone und es gibt es auch als Papierversion. Also es ist wirklich durchgängig gestaltet, also crossmedial und es ist zudem auch wirklich sehr gut
gesetzt. Die haben sogar hier hinten einen schicken Index drin und so. Also das finde ich wirklich sehr, ja, lohnt sich auch zu lesen, ist halt auch inhaltlich sehr zu empfehlen. Dann hier ein Beispiel vom Cooper Hewitt National Design Museum in New York 2012. Die haben so eine Reihe rausgebracht, Design File Series, E-Book Only, also das gibt es gar nicht im Print, als Printversion. Also sie verhandeln da irgendwie so diverse Design-Themen. Ich finde das insofern gut, weil das jetzt nicht, ich meine, bei E-Books denken viele so an, naja, das sind irgendwie die Schundromane, die da veröffentlicht werden oder irgendwelche technischen Handbücher. Aber es gibt auch ganz andere Themen, die natürlich als E-Book funktionieren. Also da gibt es eigentlich kaum Ausnahmen. Weil wenn man sich mal überlegt, welche Bereiche verlegt sind, das fängt beim Kinderbuch an, das hört bei Katalogen und so weiter auf. Also da sind wir irgendwie noch am Anfang, wenn es darum geht, was man eigentlich so zeigen kann oder überhaupt als E-Book veröffentlichen kann. Genau, dann hier noch ein E-Book, genau, Buch ist es nicht, trifft es eigentlich nicht so richtig. Ich sage auch oft digitale Publikationen, weil so die Frage ist, sind das dann Bücher oder was ist das? Genau, das Remote von dem, ja, einem der Gründer von der Firma Basecamp, kennen vielleicht einige, auch generell schreiben die super Bücher. Was hier ganz schön ist, finde ich, wie die so mit dem Titel umgehen, also man hat immer, das kann man hier ganz gut sehen, immer so einen voreingestellten Rand. Das ist je nach Gerät auch unterschiedlich und man kann auch so gestalten, dass man einfach mit einem weißen Hintergrund arbeitet, sondern funktioniert es schon ganz anders. Es ist auch meiner Meinung nach sehr gut gesetzt. Hier ein Beispiel von einem Buch von Siri Hustvedt, kennt vielleicht der ein oder andere, eine sehr gute Romanautorin auch. Und zwar einmal mit einem Flattersatz und einmal mit einem Blocksatz. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber bei Apple-Geräten zum Beispiel kann man in den Einstellungen von iBooks, also das Programm oder die App, mit der E-Books dargestellt werden können, kann ich einstellen, zeig mir die E-Books im Blocksatz oder nicht. Das heißt, wenn... Es muss dann aber in der Datei so eingestellt sein, wenn es ausgestellt ist, dass es im Blocksatz ist, dann wird mir das als Flattersatz angezeigt. Das heißt, es geht aber nicht bei allen Geräten. Ich meine, bei Kindles kann man das nicht machen. Aber so, hier ein Beispiel aus dem Surkamp Verlag, Stichwort Titel. Also der sitzt hier irgendwie ziemlich krumm und schief drin. Surkamp ist ja eigentlich bekannt für, würde ich mal sagen, auch hochwertige Bücher, bei den E-Books haben sie sich da wohl zumindest bei dem nicht so Mühe gegeben. Dann, ein weiteres Beispiel kann ich jedem empfehlen, kostet nur ein paar Euro, E-Book Typography von Chris Jennings. Sieht nicht besonders hübsch aus oder schön aus, aber also das hat einfach super Funktionen, wie zum Beispiel hier, dass man sich die Versionen anschauen kann oder da ist wirklich, also man kann das Buch auch auseinandernehmen, was mir wurde gesagt, das ist noch viel besser als das, was im Buch drin steht, weil da komplett mal durchgespielt wird, was eigentlich mit CSS möglich ist und haben auch Codebeispiele und so weiter. Also das ist wirklich ganz, ganz gut. Es gibt auch ein Kapitel zu Font-Embedding und so weiter. Genau. Was auch noch interessant ist für diejenigen, die mit InDesign arbeiten, von Yves Appel gibt es das Buch E-Books mit InDesign CC. Also CC ist insofern... Also Creative Cloud insofern sinnvoll, weil es einfach also viel mehr Optionen auch gibt bei dem Export von EPUB-Files. Ja, also die Bücher, die ich Ihnen jetzt, oder ich sage Bücher, die E-Books, die ich Ihnen gezeigt habe, die waren zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, mich mit E-Books zu beschäftigen, das ist noch nicht so lange her, da kannte ich die nicht. Zum Teil gab es die auch noch nicht, also das hier ist aus diesem Jahr zum Beispiel. Und genau, wir haben uns eigentlich so unsere eigenen Bücher dazu gesucht. Genau, wie bin ich eigentlich dazu gekommen, E-Books zu machen? Ich habe so eine Bürogemeinschaft und eine Kollegin von mir, Nicola Richter, die hat vor 2 Jahren einen E-Book-Verlag gegründet, Mikrotext, Untertitel ist Short Digital Reading, und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, die Cover für den Verlag zu gestalten. Sie hatte noch jemanden, der ein Typo gemacht hat, Viktor Nübel, der, von dem ist auch das Logo, und der hat auch diese Schrift entworfen und hatte einen Programmierer, der in der Lage war, eben E-Books zu bauen. Sie waren also zu viert
Und genau, haben uns damals als Vorlage dieses E-Book rausgesucht, Weltmüller aus dem Verlag Sukultur, weil das unserer Meinung nach wirklich auch gut gestaltet war. Und wir haben auch da in den Code reingeguckt, beziehungsweise ich habe mir angeguckt, wie ist das mit dem Cover funktioniert, welches Dateiformat, Pixelformat und so weiter. Und das war eigentlich so unsere Benchmark, wenn man so will. Mittlerweile gibt es 16 E-Books aus dem Verlag, die sehen so aus in der Übersicht und auf einem iPad Mini bzw. iPhone sieht es so aus. Also die Herausforderung bei den Covern ist, oder anders gesagt, ein E-Book fängt eigentlich beim Cover an. Ja, wir haben zwar nicht mehr einen Buchrücken und diese ganzen Sachen, aber wir haben das Cover und darüber, also das ist das, was in einem, E-Book-Store oder an der Stelle, wo ich E-Books kaufe, angezeigt wird. Und die Herausforderung ist, es muss total klein funktionieren und es muss auch natürlich groß funktionieren. Das heißt, ich muss irgendwie den Titel gut lesen können, es muss trotzdem irgendwie ansprechend sein. Genau, also hier mal ein Beispiel von einem der ersten Bücher, Der klügste Mensch im Facebook. Das haben wir einfach mal auf verschiedenen Geräten getestet und eben, was man hier auch sehen kann, die Herausforderung oder Anforderung ist eben immer auch, dass es in Schwarz-Weiß funktioniert. Hier noch so ein kleiner Weg, wie ich da rangegangen bin. Das ist auch ein, also genau, ich habe mir so ein Designkonzept überlegt, weil klar war, okay, es wird regelmäßig E-Books geben und das Konzept sollte auch so sein, dass wir nicht jeden Titel neu machen. Könnte man natürlich auch machen, aber das ist so ein Projekt, was wir so nebenbei machen, das heißt, es musste auch irgendwie gut zu gestalten sein und auch dann an einigen Stellen schnell gehen. Und das Ganze funktioniert so, das ist die Schrift, ist die PTL Attention von dem Viktor Nübel und die Schrift ist immer so groß, dass sie dem längsten Wort auf dem Titel entspricht und es erscheinen auch immer zwei Titel gemeinsam je Quartal. Also hier, das waren die ersten Bücher des Verlags, Alexander Kluge, Abu Said, die man eben auch nebeneinander stellen kann. Und nach diesem Prinzip baue ich alle Titel. Genau, das waren jetzt erstmal nur die Cover. Wie das so ist in so Teams, die verändern sich auch manchmal. Der Programmierer ging raus, der Typograf hatte auch nicht mehr so viel Zeit, also stand ich da mit der Verlegerin Nicola und ich. Und Nicola fing an, so im Code zu schreiben und sie musste wieder neue Bücher machen. Ich meinte so, naja, ganz ehrlich, eigentlich solltest du dich darauf konzentrieren, mit den Autoren zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass der Inhalt gut ist. Wenn du willst, mach ich mich schlau und krieg raus, wie man E-Books baut. Ich hatte einfach keine Ahnung davon, mich hat das auch interessiert. Ich wusste aber nicht, ich wusste, dass es geht mit InDesign, ich wusste aber nicht, wie. Also habe ich ein bisschen gegoogelt und jemanden gefunden, mit dem ich eine Schulung gemacht habe, einen Tag lang, der mir wirklich, also wir haben das am Beispiel von den Mikrotexten gemacht, gezeigt hat, was ich technisch auch machen muss, damit ich eben zu der Datei am Ende komme und war eben dann so in der Lage, also ich hatte natürlich immer noch ganz viele Fragen, aber der erste Schritt war gemacht und ich konnte eben auch noch mal zwischendurch rückfragen, wenn irgendwas nicht klappte. Naja, jedenfalls war ich dann in der Lage, nicht nur das Cover zu bauen, sondern das gesamte Buch, E-Book. So, genau, das ist Stefan Adrian, so sieht es dann aus, Impressum und hier der Fließtext. Ich habe auch angeregt, die Gestaltung fürs nächste Jahr auch mal zu überarbeiten. Also das ist jetzt so auf dem Stand von vor 2 Jahren, als wir so den Satz für die Bücher festgelegt haben. Genau so sieht es dann auf einem iPad Mini aus. Und hier Bilder von so einem, eigentlich aus einer Korrekturschleife. Also was ich wichtig finde noch zu sagen, die Nicola Richter, mit der ich das zusammen mache, der ist es als Verlegerin total wichtig, dass wir wirklich auch uns angucken, wie sieht denn das aus und wie ist das gesetzt. Also sie hat da selber auch einen Anspruch daran. Wenn ihr das total egal wäre, dann könnte ich da gar nicht mit ihr arbeiten. Aber ich meine, das gilt ja für alle Projekte, weil das liegt ja nicht in der Entscheidung des Designers meistens, zu sagen, das machen wir so oder so. Es ist eine Empfehlung und dann sagt ein Projektpartner, Auftraggeber, wie auch immer, ja, okay, das machen wir oder machen wir nicht.
genau, jetzt ist natürlich die große Frage, wie macht man das denn? Also wie komme ich denn dann zu meiner Datei, die dann auf diesen diversen Geräten angezeigt wird? Ich zeige wirklich nur kurz einen Workflow mit InDesign, Creative Cloud, Adobe Digital Editions, iBooks und Sigil. Das klingt jetzt irgendwie total viel, ist es aber nicht. Also das ist das Layout-Programm, was sicherlich viele von Ihnen oder euch kennen werden. Das hier sind zwei Programme, das funktioniert eigentlich so wie Acrobat im weitesten Sinne, was eben so eine EPUB-Datei anzeigen kann. Und Sigil, das fiel vorhin auch schon bei dir, was ein EPUB-Editor ist, also wo ich wirklich in den Code, also so in die DNA des E-Books reingehen kann und da auch also inhaltlich und formal das E-Book noch bearbeiten kann. So, ich habe das hier schon mal vorbereitet. Man sieht hier jetzt eine Seite, die natürlich nur eine Referenz ist, ja, weil ich habe hier nicht das Phänomen, oder nicht Phänomen, aber es ist hier nicht what you see is what you get. Also ich habe ein A4-Format und das gestalte ich und dann sieht es auch wirklich in den Proportionen so aus, sondern das ist eine Seite, auf der ich Text arrangiere, wenn ich so will. Aber es kann auch sein, wenn ich mir das auf so einem Gerät angucke oder auf einem iPad, dass mein Format viel kleiner ist. Also wirklich nur eine Referenz, bitte nicht daran halten. Das ist das eine. Dann, warum InDesign? Also es gibt natürlich, das ist jetzt ein Workflow, ne? Man kann das auch alles ganz anders machen. Das ist gerade mein Workflow und auch der von ein paar anderen Leuten, das weiß ich. Das macht insofern Sinn, weil wenn man E-Books macht, ist es häufig so, dass parallel auch eine gedruckte Version erscheinen soll. Also wir haben jetzt, machen E-Books only, wir haben aber auch mal ein Buch gedruckt. Das heißt, es geht auch eigentlich langfristig darum, so einen Workflow zu haben, der es ermöglicht, eine Datei zu haben, aus der ich verschiedene andere Dateiformate ausgeben kann. Ja, also deswegen, das spricht für InDesign. Ich will jetzt hier keinen InDesign-Vortrag halten, aber es ist einfach leichter an der Stelle. Was super wichtig ist, ist ein strukturiertes Dokument. Also ich kann nicht mehr sagen, ach, jetzt gehe ich hier händisch rein und mache da irgendwie die Überschrift noch ein bisschen größer. Alles, was ich in dem Text gestalte, muss über Absatz- oder Zeichenformate definiert sein. Aber wirklich alles. Es darf keine Abweichung geben. Wenn es die gibt, habe ich hinterher Probleme in meiner Ausgabedatei. Wie kann man sowas überprüfen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so ein nettes Skript, das heißt Styleiter. Man kann auch, glaube ich, man kann auf jeden Fall Formatabweichungen auch über InDesign anzeigen lassen. Aber das hier ist insofern ganz gut, weil das so farbig meine verschiedenen Absatzformate anzeigt. Also wenn man größeren Text hat, kann man das auch einfach visuell leichter überprüfen. Ups. Wie man hier zum Beispiel sehen kann. Wenn ich jetzt sage, ach, das ist mir hier irgendwie zu klein, ich mache da jetzt mal irgendwie 12 Punkt raus, dann wird das hier gleich rot durchgestrichen. Das heißt, okay, da habe ich nicht ganz sauber gearbeitet. Also Absatzformate ist hoffentlich jedem ein Begriff, der in dem Bereich arbeitet. Was noch hinzukommt und was auch wichtig ist, genau, also hier sind die definierten Formate. Ich mache mal hier, genau, wichtig ist auch, die so zu bezeichnen, dass es irgendwie auch logisch ist. Also dass es nicht so ein Text 1, Text 2 Überschrift finde ich gut oder so heißt, sondern dass es wirklich strukturiert ist. Genau, es ist wirklich jetzt ein Schnellflug, dazu kann man sich einen ganzen Tag beschäftigen. Wichtig ist noch, dass jedem Absatzformat oder Zeichenformat sogenannte Export-Tags hinzugewiesen werden. Ich erkläre jetzt nicht im Detail, was es bedeutet, aber ich sage nur, was es macht, nämlich InDesign generiert aus den Absatz- oder Zeichenformaten dementsprechende Formate in CSS. Die sind nicht besonders toll geschrieben, also ich kann heute sagen, Gott, da muss man eigentlich ziemlich reingehen, aber es funktioniert erstmal. Und damit InDesign das so schreiben kann, muss ich sagen, okay, ich füge hier bestimmte Tags hinzu und definiere auch eigene Klassen
und sage auch, was mit den einzelnen Formaten passieren soll. Also bei einer Überschrift kann ich zum Beispiel sagen, an dieser Stelle soll immer eine neue Seite beginnen. Also das ist bei Kapiteln zum Beispiel relevant, weil ich nicht möchte, dass das irgendwo im fließenden Text beginnt, sondern nach einem Abschnitt. Also mit den Seiten ist das natürlich so eine Sache, weil wir haben hier nicht mehr wirklich Seiten, aber wir haben einen Screen und ich kann halt da sagen, es soll halt immer oben beginnen und nicht hier irgendwo unten. Also das muss man noch wissen. Und ein weiterer Punkt, ich zeige jetzt nicht genau, wie man das anlegt, aber man muss wissen, dass man es machen muss, nämlich ein Inhaltsverzeichnis, dass ich halt sage, okay, die Überschriften sollen immer in einem Inhaltsverzeichnis erscheinen oder ein Teil meines Impressums. Man kann das auch alles nachher noch anlegen, das ist aber, glaube ich, ziemlich kompliziert. Also ich mache es so und kann das nur empfehlen. Okay, also das haben wir soweit angelegt. Wir gehen dann in den Export der Datei. So, man kann ja mittlerweile ziemlich viele verschiedene Dateiformate aus InDesign exportieren. Unter anderem genau zwei verschiedene EPUB-Formate. Ich nehme das, das nennt sich hier umfließbar, aber das ist das Responsive. Was lachen Sie? Ach so. Ja, die tolle deutsche Übersetzung. So, und jetzt kommen wir hier in Exportoptionen. Also, wie gesagt, auch hier nochmal, je höher die InDesign-Version ist, desto mehr Möglichkeiten habe ich hier. Kann hier auch wählen zwischen EPUB 2 und EPUB 3. Ich empfehle EPUB 3, das ist auch so der Dateistandard, den es da gerade gibt. Ich kann hier noch meinen Titel, meine Titelseite hinzufügen, das habe ich jetzt hier schon angelegt. Ich kann auch sogar sagen, genau, in welchem Programm soll es danach geöffnet werden. Kann hier schon so Metadaten einsetzen. Das ist natürlich total wichtig, wenn es darum geht, dass auch so E-Books gefunden werden. Das kann ich auch nachträglich noch machen, aber InDesign bietet das mittlerweile an. Und ich kann auch hier Schriften mit einbetten. Also an der Stelle, wenn ich wirklich möchte, dass es auch die Schrift, die ich verwende, auch so dargestellt wird auf dem Lesegerät, vorausgesetzt, das Lesegerät kann mit eingebetteten Schriften arbeiten. Das geht nicht bei allen Geräten, also bei den wenigsten, aber sicherlich, und ich hoffe, da wird sich was tun, da muss man geduldig sein, glaube ich, aber es geht. Genau, man kann halt Einstellungen für Bilder vornehmen und so weiter. Das können wir hier ignorieren. So, und jetzt, genau, wird es mir in den beiden Programmen, mit Adobe Digital Editions und in iBooks angezeigt. Warum mache ich das? Das bietet mir die Möglichkeit, wirklich schnell zu überprüfen, okay, ist da alles mitgekommen, was ich exportieren wollte? Habe ich irgendwo vielleicht was übersehen? Stimmt das mit den Seiten und so weiter? Als Empfehlung, es gibt zig verschiedene Programme, die sowas können. Aber die Frage ist ja immer, woher weiß ich denn dann, ob das dann auf dem Kindle funktioniert und so? Weil ich habe ja nicht die Möglichkeit, mir jetzt 100 Geräte zu kaufen und vor allen Dingen immer noch die, die so auf dem neuesten Stand sind. Das ist nicht möglich. Mir haben ein paar Leute gesagt, dieses ADE, wie das auch abgekürzt heißt, sei eigentlich so das Programm, was so den größten gemeinsamen Nenner hat mit allen, oder was die Darstellbarkeit von diesen, von den EPUBs betrifft. Das heißt, wenn das da funktioniert, dann habe ich auch eine relativ große Sicherheit, dass es auch auf anderen E-Readern angezeigt wird. So, das sind die beiden. Und was ich jetzt noch mache, ist, das Ganze in dem Editor aufzumachen. Das ist dieses Sigil. Das ist wirklich nicht besonders schön, aber es funktioniert. Es wurde vor allen Dingen auch jetzt endlich weiterentwickelt. Eigentlich hatten die Entwickler gesagt, sie machen das nicht weiter. Das ist ein Open-Source-Programm, was angeblich so das Beste ist. Es gibt viele andere, aber keines funktioniert so wie das hier. Und jetzt haben sie aber im Oktober eine neue Version rausgebracht. Das heißt, man kann wieder damit arbeiten, was sehr gut ist. So, genau. So sieht das Ganze aus. Also, einige, die sich schon damit auskennen, denen erzähle ich jetzt nichts Neues, aber ein EPUB-Datei ist eigentlich wie so ein Containerformat. Oliver hat das vorhin auch schon mal kurz gezeigt, wie man das auch entpacken kann. Da drin liegen eigentlich, ja, wenn man so will, HTML-Dateien. Das sind hier die einzelnen Kapitel, also verkürzt gesagt. Da liegen
meine Schriften drin, wenn ich welche mitgegeben habe. Und darin liegt auch mein Inhaltsverzeichnis, genau, Bilder, Audio, wenn ich es mit eingebettet habe und so weiter. Genau, das ist das, was man hier sieht, ist dieses hier. Und dann kann ich zum Beispiel sehen, ah, okay, da habe ich irgendwie nicht, da fehlt ein kleiner Abstand. Also kann ich auch direkt hier reingehen. Wo ist es? 4. Und das hier direkt ändern. Oder hier sehe ich, okay, da soll eigentlich Impressum stehen. Hier steht jetzt aber der Name des Autors. Das wird auch so im Text angezeigt, aber ich möchte in meinem Inhaltsverzeichnis, wenn ich das auswähle, eine andere Darstellung davon haben. Dann kann ich das auch hier direkt einstellen. Genau, dann schreibe ich einfach hier rein. Impressum, und jetzt ändert sich das auch hier. So, ich kann das auch validieren und so weiter. Ich kann auch hier Metadaten einsetzen, also das, was man in InDesign mittlerweile auch machen kann, aber ich habe hier noch viel mehr Möglichkeiten. Also es ist einfach noch ein ganzes Stück detaillierter. Genau. So, das ist meine Datei. Und ich mache das meistens so, ich packe mir das in die Dropbox, und über die Dropbox, die ich auf diversen Geräten installiert habe, kann ich dann mir die E-Books auf den anderen Geräten anzeigen und nochmal überprüfen, ob das so funktioniert. Genau, das ist eigentlich jetzt im Schnellverfahren das, was ein E-Book ist und was man, ach, das zeige ich hier nochmal, genau, das ist nämlich ganz wichtig, die CSS-Datei, wie gesagt, die ist jetzt sicherlich nicht die tollste, da kann man garantiert noch was dran machen, aber wenn man wirklich an einem E-Book arbeiten will und wenn es wirklich darum geht, das typografisch richtig sauber zu machen und da auch Funktionen einzubauen, die ich mit InDesign nicht generieren kann, dann muss ich hier arbeiten. Das ist meine Baustelle. Und das ist was, ich weiß da ein paar Sachen, aber ich weiß da noch viel zu wenig. Und will da auch, also bin gerade dabei, da mehr zu lernen. Und das ist auch die Stelle, wo die Leute, die aus dem Webdesign kommen, denjenigen, die jetzt sich mit E-Books beschäftigen oder aus dem Editorial Design, kommen, wirklich helfen können. Also an der Stelle muss man wirklich miteinander sprechen, glaube ich, oder ich würde mir das wünschen. So. Genau, warum finde ich das so toll? Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich irgendwie in die Druckerei gehe, wo aus meiner PDF-Datei, die ich da hingeschickt habe, auf einmal so bedrucktes Papier rauskommt und ich da in so einer Druckmaschine stehe und mit dem Drucker sprechen kann. Ich weiß, das finde ich nach wie vor immer noch total toll. Aber direkt, ich zeige das mal hier, ein E-Book zu bauen und sofort mir das sofort angucken zu können. Also das war das hier, was ich gerade aufgemacht habe. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich meine, dann ist es erstmal nur bei mir, dann ist noch die große Frage, das ist das, was ich am Anfang gezeigt habe mit diesem E-Book-System, wie kommt es dann zum Leser, zum Nutzer, wie kommt es auf mein Gerät? Klar, das sind Vertriebsfragen und so weiter. Aber dass man erstmal eine Datei liefert, die bestimmte Anforderungen hat und die was darstellen kann oder nicht, das ist eben das, was hier auf so einer digitalen Werkbank oder wie man das nennen möchte, passiert. Ja, was heißt das? Was brauchen wir, wenn wir gute oder was heißt gute oder typografisch anspruchsvolle, schöne, wie auch immer, E-Books machen wollen? Ich glaube, man braucht so eine Mischung oder eben Wissen aus diesen beiden Bereichen, was ich gerade schon gesagt habe, also die aus dem Editorial Design kommen, müssen mit den anderen reden und umgekehrt. Und das ist das, was man vielleicht E-Book-Gestaltung nennen kann. Als kleiner Hinweis dazu, ich mache Anfang Dezember eine kleine Veranstaltung, E-Book-Hackathon habe ich das genannt, also so eine Mischung aus Hackathon und mit E-Books, wo es genau darum geht, dass sich Leute aus den Bereichen treffen und wir wirklich mal ausprobieren, was kann man eigentlich mit CSS in einem E-Book machen, weil das ist so der, wie hieß er,
irgendwer? Ja, genau, hat ja gezeigt, was kann man, was fehlt eigentlich noch in dem ganzen Bereich der Web-Typografie. Und das Ding ist, bestimmte Sachen, die im Browser funktionieren, die funktionieren aber nicht auf den E-Readern. Das heißt, man kann das nicht so eins zu eins übertragen. Auch da muss man, glaube ich, ganz viel ausprobieren. Ich würde mir auch so eine Übersicht wünschen, dass man wirklich sehen kann, ah, okay, diese Codes machen das und das auf den und den Geräten. Also davon, wie gesagt, das Einzige, was ich weiß, ist dieses E-Book Typography, dieses Blaue, was ich gezeigt habe. Ja, und was heißt denn das, wenn das hier so E-Book-Gestaltung ist? Ich denke, das heißt, dieses hier, it's you, nämlich hier sitzen, glaube ich, die Leute, die sich mit Typografie beschäftigen, die Webdesigner sind, die aus dem klassischen Grafikdesign kommen, die ganz sicher diese E-Book-Fragen langfristig nicht beantworten können, aber die daran mitgestalten können und die auch daran mitarbeiten können. Ich finde es immer auch wichtig zu überlegen, wenn man über irgendwas meckert und sagt, na, das gefällt mir aber nicht, das passt mir nicht, finde ich doof, zu überlegen, na, welche Möglichkeit habe ich denn, dass es besser wird. Und ich meine, wir sitzen hier nicht beim Biochemie-Kongress, sondern es geht hier um Typografie und die Typografie hat natürlich was mit E-Books zu tun, auch wenn das noch ziemlich reglementiert ist. Ja? Und natürlich können wir jetzt nicht einfach so mit einem Hersteller reden und sagen, ja, kannst du mal bitte die Einstellungen oder Möglichkeiten des E-Readers verbessern. Vielleicht können wir das machen, weil wir den mal zufällig beim Essen treffen, ich weiß es nicht, oder müssen denen viele Briefe schreiben oder E-Mails schreiben oder das war's. Wo ist er denn? Frank gesagt hat mit dem, oder war das Frank? Mit dieser Adobe-Petition, dass man halt wirklich sagt, okay, das und das würden wir gerne ändern. Nee, das war Bram, genau. Okay, dann herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim E-Book bauen.